Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte ein paar Mal die Ehre, dass Professoren aus der Universität Wien bei mir waren und mir über ihre doch sehr beeindruckenden Forschungsergebnisse erzählt haben in Bezug auf kaltes Rotlicht. So, und dann habe ich das auch in der Schweiz ein bisschen mich erkundigt. Verschiedene Ärzte arbeiten schon da damit im Bereich der Wundregeneration, also schnellere Wundheilungen, im Bereich der Schmerzbehandlungen und in vielen Dingen auch mehr. Und heute habe ich wieder einen Arzt gefunden, der sehr erfolgreich ist im Umgang mit diesem kalten Rotlicht. Und jetzt möchte ich einfach ihn ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen lassen und erzählen lassen, was er uns alles da erzählen kann, für was als man kaltes Rotlicht heutzutage in medizinisch für uns persönlich nutzen können. So, es ist mir eine Freude, den Dr. Med. Walter Würer ganz herzlich willkommen zu heißen. Hallo, lieber Herr Würer. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sie haben Ihre Praxis in Salzburg. Richtig. Und da möchte ich Sie einfach mal fragen, in welchem Zusammenhang arbeiten Sie mit kaltem Rotlicht und mit was für erstaunlichen Erfolgen? Das würde mich gerne interessieren. Ja, prinzipiell sind Schmerzen des Bewegungsapparates ein Thema in der Allgemeinmedizin, das sehr häufig vorkommt. In einem ganzheitlichen Konzept versucht man, die Wirbelsäule aufzurichten, die Dysbalancen wiederherzustellen. Aber es gibt auch Entzündungserscheinungen, die natürlich sehr langwierig sind. Man müsste hier vielleicht mit Cortison oder anderen Medikamenten arbeiten, um schneller einen Erfolg zu haben. Und hier ist das kalte Rotlicht tatsächlich ein Game Changer, wie es heute so schön heißt. Hier kann man Entzündungen sehr rasch, lokal, aber auch über andere Triggerpunkte und lymphbewegende Therapien ausheilen. Also der Erfolg ist fast regelmäßig, kann ich sagen, in der Praxis, wenn man es richtig anwendet. Und sehr schnell und in einem ganzheitlichen Konzept dann auch anhaltend und langfristig. Das ist ja ein medizinzugelassenes Gerät. Ist das dann ein Gerät, das nur ihr Ärzte anwenden könnt oder nutzen könnt für die Patienten? Oder ist das etwas, was der Patient zu Hause selbst nutzen kann? Das kann der Patient auch zu Hause selbst nutzen. Er braucht aber natürlich eine Einweisung, um das Gerät richtig zu bedienen. Es gibt wie bei allen Laserprodukten auch eine Sicherheitseinschulung, damit man eben nicht ungeschützt ins Auge leuchtet, das Gerät von Kindern fernhält. Das ist kein Spielzeug. Aber wenn diese einfachen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, ist es natürlich auch sehr praktisch, es zu Hause zu bedienen. Es kann verliehen werden und hier hat man natürlich eine ungleich schnellere Erfolgsrate. Aber es ist auch wichtig, dass ein Patienten anleitet, wie er das Gerät benutzt. Ich stelle immer wieder fest, dass gewisse Feinheiten doch einen Unterschied machen. Und wenn zum Beispiel vergessen wird, die Lymphe zu öffnen, dann kann der Körper diese Entzündungsstoffe einfach schwer abbauen. Und es kommt zu einer Erstverschlechterung, die der Patient vielleicht fehldeutet und dann aufhört, obwohl er eben genau am richtigen Weg wäre. Okay, gut. Also ganz wichtig, dass ein Arzt dazwischen geschaltet ist, der das anweist. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kennen jetzt ja das alles noch gar nicht und ihren eigenen Arzt kennt ja das vielleicht auch nicht. Wie kommt er dann jetzt zu dieser Möglichkeit, das mit seinem eigenen Arzt zu besprechen, wenn er sagt, ich möchte keine Medikamente, ich möchte kein Cortison, ich möchte gerne einen anderen Weg gehen? Ja. Jetzt hört er unsere Sendung und jetzt wie weiter? Ja, es gibt eine Homepage, die Informationen bietet. Hier sind auch entsprechende Indikationen genannt. Hier findet man sehr schnell, ob das betreffende Krankheitsbild behandelbar ist oder wie erfolgreich es behandelt wird mit dem Repuls. Es gibt YouTube-Videos mit Beispielanwendungen, aber man sieht sehr schnell, dass es eigentlich fast bei jeder Indikation eingesetzt werden kann, auch zumindest indirekt, um zum Beispiel die Lymphe zu bewegen, Triggerpunkte zu behandeln. Sogar energetische Anwendungen sind möglich, wenn man hier aufgeschlossen ist. Also man kann es eigentlich immer gut einbauen, aber gerade bei Schmerzen, entzündlichen Schmerzen,
gibt es fast meiner Erfahrung nach nichts Besseres oder etwas, was so regelmäßig zum Erfolg führt. Das heißt, der Zuschauer könnte sich direkt informieren oder müsste genau, er den Arzt informieren, dass er sich informieren müsste? Ja, wie gesagt, es gibt unter www.relux.at die Firmen-Homepage. Hier gibt es auch eine Telefonhotline, eine Beratung. Hier ist immer jemand, der kompetent zur Seite steht und auch, wenn es keine Erfahrung gibt, beratend bei der Einschulung behilflich ist und hier den ersten Kontakt mit diesem Gerät ermöglicht, sodass es gut funktioniert. Ich habe gelesen, dass die österreichischen Krankenkassen heutzutage sogar in der Lage oder bereit sind, solche Therapieansätze mit diesem kalten Rotlicht zu bezahlen. Also selbst der Erwerb von solchen Geräten wird unterstützt, die Miete wird unterstützt. Und das hat mich total hellhörig gemacht, weil wir in der Schweiz davon eigentlich noch nie was gehört haben. Prinzipiell ist es auch immer unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Sinnvoll wäre es natürlich, weil sich der Patient, die Patientin Therapien mit ungleich höheren Nebenwirkungen ersparen würde. Und hier könnte ein entsprechender Kontrollarzt mit einem entsprechenden befürwortenden Gutachten eines Arztes natürlich geneigt sein, das zu bewilligen, und das wäre auch positiv. Ja, da seid ihr wirklich ganz weit fortgeschritten mit einmal ihr in Österreich, sonst sind es ja immer wir Schweizer im Bereich der Komplementärmedizin. Freut mich natürlich besonders. Jetzt aber nochmals zu diesem kalten Rotlicht, weil was ich nicht verstehe und ich erhoffe mir, dass Sie vielleicht mir da ein paar Ideen geben können. Wieso kann kaltes Rotlicht so wirksam sein bei einem entzündeten Stelle am Körper, was Schmerzen macht? Ja, rein von der Energetik ist es eh schon naheliegend, dass Hitze nicht unbedingt mit Hitze behandelt wird. Also von dem her hat es eigentlich schon einen plausiblen Sinn, ja, dass man genauso wie man einen kalten Topfen auflegt, eben nicht mit Wärme therapiert, weil bei Hitzefülleprozessen Wärme unter Umständen als unangenehm empfunden wird. Aber neben dem Aspekt des kalten Rotlichtes ist es einfach die Frequenz oder die Frequenzbreite, die geeignet ist, um Entzündungsstoffe zu spalten und zu inaktivieren, die dann auch entsprechend abtransportiert werden. Und diese Frequenzbandbreite ist sicher und wirksam. Das war einfach, glaube ich, auch in der Entwicklung die Herausforderung, einen Frequenzbereich zu finden, der sicher ist und wirksam ist, weil auf Dauer Bestrahlungstherapien natürlich auch immer wieder Aspekte haben, ob es irgendwo mutagen sein kann oder andere Nebenwirkungen haben könnte. Aber in diesem Fall ist es offensichtlich gelungen, ein wirksames und sicheres Gerät herzustellen. Mit dem gibt es auch schon lange Erfahrung und gute Erfahrung. Wir reden hier aber explizit nicht von Infrarot. Wir reden wirklich von kaltem, genau, Rotlicht. Aber reden wir auch nicht vom roten Laser, sondern wir reden nur vom roten Licht? Oder das ist es ein Laser? Das ist ein gepulster LED-Laser mit einer bestimmten Frequenzbreite, die hochwirksam ins Gewebe eindringen kann und Entzündungsstoffe spalten kann und auch einen Art Sogeffekt produziert. Laserlicht oder LED-Licht wird gestreut, geht nicht so sehr in die Tiefe, aber durch eine Art Sogeffekt und Lymphanregung kommt es hier auch über die Oberfläche zu einer tiefen Aktivierung und zu einem Abtransport von Entzündungsprozessen. Wie lange arbeiten Sie selbst jetzt schon mit dieser Technologie? Ich denke, das sind jetzt schon 10 Jahre, 8 bis 10 Jahre, dass ich damit arbeite. Auch persönlich, ich habe auch immer ein Gerät zu Hause, weil es eigentlich ein Teil der Hausapotheke ist. Ich kann mich erinnern, ich habe das Hoverboard meines Sohnes ausprobiert zu Weihnachten und eine Steißbeinprellung erlitten, die normalerweise erfahrungsgemäß sehr, sehr lange sehr weh tut. Ja, ja. Das war in 2, 3 Tagen einfach weg. Also ich habe mich intensiv bestrahlt und mich beeindruckt dasselbe immer wieder, wie gut das funktioniert, wenn man es einfach konsequent anwendet.
Meine, diese Logik, dass man eine entzündete Stelle, wo Wärme gibt, mit kaltem Rotlicht behandelt, habe ich so noch nie gehört, aber völlig logisch, dass auch ich es mal verstanden habe. Vielen Dank. Inwiefern, wie nutzen Sie es sonst noch in Ihrer Praxis? Was für Patienten bei Ihnen werden therapeutisch von Ihnen mit dieser Technologie behandelt? Prinzipiell mal Schmerzen des Bewegungsapparates jeglicher Art, besonders Bereiche, die entzündet sind. Ich spreche hier von Schulterschmerzen, Schulterverkalkungen. Ich spreche aber genauso von der Möglichkeit, hier Myalgien, also Muskelverhärtungen zu behandeln im System der Verspannung. Also man kann hier durchaus ganzheitsmedizinisch denken und sollte nicht nur auf den Locus dolendi gehen, auf den Punkt des Schmerzes, sondern sich auch überlegen, wo kann ich übergeordnet regulieren. Das kann bei allen Beinbeschwerden natürlich dann auch ein Hüftpunkt sein. Das kann bei allen Armbeschwerden ein Nackenpunkt sein, indem ich hier zum Beispiel die Regulation verbessere. Genauso kann man aber auch Hauterkrankungen behandeln. Ich habe sehr gute Erfolge mit chronischen Ekzemen. Ich erinnere mich an eine Patientin mit extremen Hautekzemen. Natürlich behandle ich das über den Darm, über Entgiftungstherapien, aber es dauert natürlich entsprechend lange, bis von innen her so ein belastendes Ekzem geheilt werden kann. Und wenn man hier gleichzeitig von außen das Ekzem bestrahlt, hier gibt es dann einen entsprechenden Abstandhalter. Das ist vielleicht ganz interessant, das einmal zu sehen. Also man behandelt hier dann nicht auf eine Stelle, wie zum Beispiel auch bei Zahnherden wäre es möglich, das begleitend zu therapieren. Mit einem Abstandhalter hat man genau den Abstand, um zum Beispiel Akne zu behandeln. Hier hätte ich die Möglichkeit, sehr schnell und lokal Akne zu behandeln und gleichzeitig natürlich auch von innen. Aber gerade Jugendliche in der Pubertät leiden stark an Hautunreinheiten, an Akne, haben teilweise auch wirklich starke Entzündungen mit Narbenbildungen, sind geneigt, Antibiotika zu nehmen oder Retinolpräparate mit entsprechenden Nebenwirkungen. Und hier kann man ihnen sozusagen versprechen, unter Anführungszeichen, oder in Aussicht stellen, doch schnell einen Erfolg zu sehen und mit einer Therapie von innen über Ernährungsberatung, Verbesserung der Darmschleimhaut auch einen langfristigen Erfolg zu sehen. Weil ich schon angesprochen habe, Zahnbehandlung ist auch möglich. Gerade gestern hatte ich eine Patientin mit Brustkrebs, sehr starken Zahnherden durch Nebenwirkungen von Medikamenten. Und hier konnte auch eine Lokaltherapie mit dem Repuls die Heilung sehr stark verbessern, sodass gemeinsam mit einer operativen Sanierung und mit einer Repulstherapie der Heilungserfolg signifikant schneller war, wie man es sonst in so einer Situation gewohnt ist. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, wo man rechnen müsste, wenn man mit so einem Rotlicht sich behandelt? Kann man sich da verbrennen? Nein, ja nicht, ist ja kalt, nein, oder? Also verbrennen ist nicht möglich. Man darf nicht ins Auge direkt leuchten. Man hat eine Schutzbrille, um eben hier jegliche Nebenwirkung auszuschließen, die man vor Betätigung des Gerätes aufsetzen sollte. Eine Nebenwirkung unter Anführungszeichen ist die Erstverschlechterung, die aber einfach der Tatsache geschuldet ist, dass man hier zu stark nur auf den Schmerzpunkt geht und nicht die ableitende Lymphe beachtet. Wenn ich das nochmal kurz zeigen darf, zum Beispiel im Fall eines Zahnherdes, wäre es wichtig, hier die Lymphe zu öffnen unter der Clavicula, hier im Halsbereich, dann hier auch im Kieferwinkel und dann zum Beispiel erst auf den Zahnherd zu gehen. Wenn man nur auf den Zahn geht und hier die Lymphe nicht leitet, kann es natürlich zu einer starken Erstverschlechterung kommen, die vielleicht nicht so angenehm ist. Aber das sind Dinge, die geschult werden,
weil es ja ein medizinisches Gerät ist, müsste jeder diesbezüglich diese Informationen kriegen. Hä? Der wird eingewiesen und eine Erstverschlechterung ist im Prinzip, wie oft in der Regulationsmedizin, ein Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man muss nur richtig damit umgehen können und sollte es nicht übertreiben, auch dem Körper Zeit geben, hier Giftstoffe abzubauen, Entzündungsstoffe abzubauen. Jetzt kenne ich in der Schweiz, in Zürich, einen Fußchirurgen, der schon damit arbeitet. Und in St. Gallen gibt es ein Kantonsspital, das arbeitet auch mit solchen Geräten. Das weiß ich, auch vom gleichen Hersteller. Was ich mich aber frage, ist, wie kommt dieses Wissen von einer solchen neuen Technologie ins Bewusstsein von den Ärzten und Therapeuten, die eigentlich das noch gar nicht wissen, dass es sowas gibt? Wie verbreitet sich jetzt sowas? Also sehr viel über Mundpropaganda, sowohl Mundpropaganda zwischen Ärzten, aber auch über Mundpropaganda zwischen Patienten, Patientinnen. Auch ich treffe oft auf neue Heilmöglichkeiten, indem mir Patienten berichten, dass etwas sehr gut geholfen hat, werde aufmerksam, erkundige mich. Aber man tauscht sich auch mit Kollegen aus und ich sage immer, es gibt auch ein paar Dinge, die würde man sich schnell wieder kaufen, wenn die Ordination ausgeraubt werden würde. Und da ist Repuls sicher eines dieser Geräte, die würden da ganz oben stehen an Dingen, die sich einfach so bewährt haben, dass ich ohne zu zögern mir das gleich wieder zulegen würde. Weil Schmerztherapie oder die Möglichkeit einer guten Schmerztherapie ohne Nebenwirkung ist in der Praxis einfach wichtig. Ich weiß natürlich jetzt, dass wir ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die selbst Ärzte sind, auch viele Heilpraktiker und Therapeuten, die heute zuschauen. Da einfach auch die Frage, ist es auch möglich, dass man so irgendwie, dass ein Kollege den Kollegen anruft und mit ihm mal noch darüber redet, so unter dem Telefon, Vier-Ohren-Prinzip. Ist das etwas, was Sie sagen, ja gut, wenn es sein muss, mache ich das. Wenn mal jemand anruft, bin ich bereit für ihn, hier ein paar Informationen zu geben? Natürlich, also ich denke, es gibt wirklich sehr lohnende Konzepte in der Regulationsmedizin. Es ist wichtig, dass sich das Wissen verbreitet und dass man hier im Austausch ist. Also ich bin immer froh, wenn funktionierende Therapien Verbreitung finden und trage hier gerne was dazu bei. Das ist lieb, herzlichen Dank. Gut, und Patienten aus Ihrer Region wissen ja, wohin, wo sie sind und wo man hingehen kann. Und alle anderen müssen halt irgendwo bei ihrem Arzt nachfragen und nach dieser Technologie fragen und in der Hoffnung, dass der Arzt sich dann eben auch wie weiter informiert und hier wirklich dazu beiträgt, dass sich das Wissen verbreitet. Wie immer gibt es auch Therapeutenverzeichnisse. Hier kann man auch schauen, wo der nächste Physiotherapeut ist oder Arzt ist oder Orthopäde ist, der so etwas anbietet. Mhm. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, hier zu schauen, ob in der näheren Umgebung ein Kompetenzzentrum ist, wo man mal nachfragen kann zum Beispiel. Das wusste ich jetzt gar nicht. Wo findet man dieses Verzeichnis? Wissen Sie das auch? Das ist auch auf dieser Homepage der Firma Repuls, www.relux.at. Hier hat man YouTube-Videos, hier hat man die Möglichkeit, verschiedene Schmerzbilder in der Behandlung zu sehen und kann dann für sich selbst einschätzen, ob das etwas ist, ob das eine Möglichkeit einer Behandlung sein kann. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn man so Behandlungsbeispiele anschaut, kriegt man sehr schnell ein Gefühl, um was es hier geht und wie das funktioniert. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Gibt es auch andere Anbieter, die sich mit kaltem Rotlicht heute auf dem Markt etablieren? Oder ist das der einzige Hersteller, der ein medizinzugelassenes Produkt auf den Markt gebracht hat? Verschiedenste Lichttherapiegeräte, die alle auch verschiedene Schwerpunkte und Wirkungen haben. Aber in dieser Frequenzbreite kenne ich eigentlich persönlich nur das Repuls-Gerät, das das bietet. Ja, es sind ja wahnsinnige Auflagen heutzutage, dass ein Gerät eine Medizinzulassung bekommt, das weiß ich. Ja. Und da müssen ja ganz viele Studien auch gemacht werden, sodass es dann wirklich auch sicher ist für den Konsumenten. So ist es, ja.
Ja, ich denke, ich habe viel lernen dürfen, viel erfahren dürfen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sicher auch. Und ich bin glücklich darüber, alternative Wege zu erfahren, die nicht immer jetzt einfach mit der Keule, mit Cortison und Schmerztabletten eigentlich nur auf der Wirkung agiert wird, sondern dass hier eine Therapiemöglichkeit besteht, das an der Ursache ansetzt und dort wirkt, wo das Problem ist, um schnellere Regenerationen zu erlauben. Ich selbst hatte auch mal ein Gerät da, ich habe mir so durch die Hände geleuchtet hier rein, das kam hinten wieder raus. Das ist schon noch ziemlich beeindruckend, wie viel Kraft so ein rotes Licht hat. Ja? Oder hier ja, rein natürlich. Bei der Backe, da kam es hinten wieder raus. Ja, Licht sind auch in einer gewissen Weise Biophotonen, das sind Energieträger. Krankheit ist immer auch mit Energiemangel kombiniert, also die reine Förderung von Energie und von Fluss der Energie ist eine prinzipielle Möglichkeit in der Regulationstherapie, die immer wirkt. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier ein paar wertvolle Informationen zu schenken. Ich finde großartig, wenn Ärzte wie Sie einfach so Pioniere sind und einfach auch mal etwas testen, was Neues aufnehmen und einsetzen und diese Erfahrungen dann einfach mal teilen mit Kollegen und Kolleginnen, wo ich hoffentlich heute ganz viele Zuschauer dazu habe. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Bleiben Ihnen Sie auch. Gesund und weiter so. Danke. Herzlichen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, dass Ihnen das Prinzip von reinem kalten Rotlicht ebenfalls sehr beeindruckend rübervermittelt werden konnte, dass es einfach Alternativen gibt, einfach zu diesen Schmerztabletten, zu Cortison und. Und wenn Sie bisher medikamentös behandelt wurden, sind bitte nicht absetzen. Bitte gehen Sie zu Ihrem Arzt, reden Sie mit Ihrem Arzt darüber, fragen Sie nach diesem Rotlicht, ob er sich da mal mit dem auseinandersetzen kann, ob er Ihnen das auch empfiehlt. Oder suchen Sie den Weg über kompetente Berater, die es da diesbezüglich gibt, die Ihnen einfach auf Ihrem Weg zur Gesundung und zum Heilwerden unterstützend begleiten würden. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank und alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.